Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei ZDF Reporter. Kurzer Hinweis vorab, wir werden Sie natürlich in unserer Sendung auf dem Laufenden halten, was die Entwicklung im russischen Geiseldrama betrifft. Nach den letzten Agenturmeldungen, die uns vorliegen, ist die Lage angespannt, aber ruhig. Es wird gemeldet, dass Verhandlungen laufen zwischen den Terroristen und den russischen Behörden. Aber jetzt, liebe Zuschauer, zu unserer ersten Reportage. Immer mehr junge Menschen in Deutschland nehmen Rauschgift. Kiffen ist wieder richtig in und Partydrogen, zum Beispiel Ecstasy, finden in Discos und auf großen Festen reißenden Absatz. Wir waren in Hannover auf einer riesigen Techno-Party im Stil der Love Parade. Über 100.000 Menschen, viele von ihnen zugedröhnt mit Drogen. Unsere ZDF-Reporterinnen Ulrike Eichin und Angela Eppert haben dort eine Gruppe junger Rauschgiftfahnder begleitet bei ihrem Kampf gegen Dealer und Drogensünder. Polizei, guten Tag. Einen Ausweis hätten wir gerne gesehen von Ihnen. Lange Haare, Pferdeschwanz, lässiges Outfit. Wie ein Polizist sieht Roland Dingfeld nicht aus. Sich unauffällig in der Szene bewegen können, das ist wichtig. Der 30-Jährige ist Jugendkopf. In dieser Gruppe hat einer mit weißem Pulver hantiert. Es sind Amphetamine, also synthetische Drogen. Der Stoff wird sichergestellt und in einer Plastiktüte verpackt. Strafanzeige. Das alles passiert im Hintergrund, während auf der Straße die Post abgeht. Zigtausende im Technotaumel, Drogen, ob legal oder illegal, fast jeder zieht sich hier was rein. Einige sind auf Ärger aus, nach ihnen halten die Jugendcops Ausschau. Der Nicht-Waver, der hier halt herkommt, um sich das anzugucken und Situationen sucht, um Stress zu machen. Der Jugendliche, der bei uns auffällig geworden ist wegen Raub, wo wir denken, der steht auch hier nur, um sich irgendwelche Betrunkenen, Angekippten zu suchen, die er dann ausrauben kann. Die Innenstadt, ein Hexenkessel. Den jungen Mann dort am Boden hat's schwer erwischt. Er bekam eine Flasche über den Schädel. Hinten von der Polizei habt ihr den gesehen? Gut zuhören. Wenn ich sehe, dass du irgendein Pisser bist. Eingreifen, bevor sowas passiert. Die Jugendcops wissen, wann es Zeit dafür ist. Eine Gruppe angetrunkener Russlanddeutscher, hier droht Ärger. Rempeleien, hitzige Sprüche, einige der Jungs sind der Polizei schon bekannt. Der Wodka macht sie mutig. Roland Dingfeld checkt die Personendaten. Und das sind schon solche, die wir meinen. Also es haben nicht alle, aber ein paar von denen haben Erkenntnisse. Und da geht das halt Richtung Gewaltdelikte. Die kriegen gleich noch eine Ansage und der eine muss noch mal eine Runde mitkommen. Die Jungs sollen wissen, dass die Polizei ein Auge auf sie hat. Schreib mir nur deinen Namen auf und dass du so eine Klamotten und so ein T-Shirt anhast und wenn ihr irgendwann mal Stress machen solltet. Klare Ansage, wir kennen euch jetzt und wenn ihr weiter rumpöpelt, seid ihr dran. Aber wenn uns jemand so Türken, Kurden oder Deutschen oder so jemand anmacht, oder mir so zum Beispiel in die Fresse steht, dann muss ich das zurückschlagen. Ich kann doch nicht einfach so stehen und kaum mir in die Fresse. 13 ist er und der Nächste, der stänkert, kaum älter. Anmache, aber die Polizei bleibt cool. Ruhe bewahren, auch wenn es schwerfällt. Und wann ist Grenze überschritten? Ich denke, solange das so ein blöder Spruch ist, ist mir ziemlich Wurst. Ja, ich gucke ihm in die Taschen, er denkt, er ist der König, er hat gewonnen, dann ist das in Ordnung. Ist ärgerlich, aber alles andere wäre Quatsch. Haben Sie ein Messer oder sonst was dabei, wo ich mich verletzen könnte? Oder haben Sie irgendwas anderes noch dabei? Irgendwelche Drogen? Joint, irgendwas anderes? Gar nichts in der Richtung? Drogenfahnder Marco Weber ist mit seinen Leuten am Rande der Party unterwegs. Auf Parkplätzen und in Grünanlagen. Er jagt Drogenkonsumenten und die, die ihr Geschäft mit der illegalen Ware machen. Einmal positiv. Ja, das kriegen wir dann, okay? Bisschen runterfahren. Bleiben Sie mal ruhig stehen hier. Gut. Dann werde ich Sie erst mal ganz kurz durchsuchen. Bei diesem jungen Mann hat Marco Weber etwas gefunden. Drogenmittelgesetz. Sie brauchen zur Sache sich nicht äußern. Wenn ich was sagen soll, ich zur Wahrheit sprechen. Ihre Personale müssen so wahrheitsgemäß angeben. Ein schöner dicker Joint. Marihuana. Personalien werden festgestellt, Beweismittel gesichert, Strafanzeige. Das ist wirklich klar. Nur ein paar Schritte weiter der nächste Kandidat. Fast jede Kontrolle ein Treffer. Marco Weber und seine Kollegen schauen auf kleine Grüppchen, die irgendwie miteinander kungeln. Eine Tüte mit weißem Pulver. Der Besitzer sagt, er sei 16. Pulver? Ja, Amphetaminpulver. Gehen wir erstmal rein, gucken erstmal nach, weil er sowieso 16 Jahre alt ist, dann gehen wir erstmal rein. Kein Ausweis dabei, wir gehen erstmal an 015. 015, das heißt aufs Revier gleich um die Ecke. Die Identität des jungen Mannes muss festgestellt werden. Für ihn ist die Party gelaufen. Per Schnelltest überprüft der Drogenspezialist, ob es sich bei dem gefundenen Pulver tatsächlich um verbotenes Amphetamin handelt. Je stärker sich das verfärbt, desto mehr... Desto besser ist die Qualität, natürlich, ne?
Also hier schon mal eine Orangefärbung sichtbar, das ist Amphetamin. Synthetische Drogen, Marihuana, Hasch, Ecstasy-Pillen. Jede Menge Stoff kommt hier im Lauf des Abends zusammen. Die Personalien müssen 100% feststehen. Die stehen nur fest, wenn ich einen Ausweis sehe, beziehungsweise wenn ein Elternteil von dir da ist und dann dementsprechend sagt, ja, das ist mein... Im Nebenzimmer, dem 16-Jährigen, ist es sichtlich unangenehm, dass seine Mutter benachrichtigt wird. Sie muss ihn persönlich abholen. Ich bin von der Polizeiinspektion West aus Hannover. Wir haben Ihren Sohn hier auf der Love Parade, beziehungsweise auf der Reincarnation angetroffen. Und er hat ein wenig einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen. Vor dem Vernehmungszimmer wartet schon der nächste Drogensünder. Ja, ist der Hammer, ne? Gucken Sie sich mal an, so einen Scheiß nehmen Sie mit und da draußen laufen die Großen rum. Und von Reue keine Spur. Aber es ist illegal, Drogen zu nehmen in Deutschland. Ja, illegal, ja. Was soll ich sagen, illegal. Illegal hin und her, illegal hin und her einfach, ne? Sisyphos-Arbeit. Draußen raved der Zug weiter durch die Stadt. Es wird dunkel und mit wachsendem Alkohol- und Drogenkonsum reagieren die Leute aggressiver. Eine Schlägerei. Marco Weber und die anderen Polizisten reagieren blitzschnell, bringen die beiden aufgebrachten jungen Männer auseinander. Zugedröhnt sind sie aufeinander losgegangen. Alkohol und illegale Drogen. Schnell wird da aus einer Mücke ein Elefant. Keilerei wegen einer läppischen Bratwurst. Und illegale Aufputschmittel finden die Beamten auch noch. Du machst Sachen. Was ist das denn? Aus deinem Portemonnaie? Aus deinem Portemonnaie ist das. So. Die Szene hat sich in den ehemaligen Hauptgüterbahnhof verlagert. Tausende von Ravern machen hier Party. Für das Drogenfahnderteam geht's Schlag auf Schlag weiter. Bei diesem Pärchen wird die Partydroge Ecstasy gefunden. Angeblich hat das junge Mädchen damit nichts zu tun. Laut Ausweis ist sie erst 17, minderjährig, also mit aufs Revier. Ein Anruf bei der Mutter lässt die Beamten staunen. Abholen? Wieso? Sie darf weiter feiern. Drogen kriegt man da viel mit? Was da so passiert? Auf jeden Fall. Das kriegt man überall mit, denke ich mal. Also ich denke mal, heute das war sowieso die Hälfte. Drei Viertel der Leute, die da auf Reincarnation waren, die waren alle verklingelt. Drei Viertel verklingelt. Das heißt, fast alle auf der Party stehen unter Drogeneinfluss. Seit vielen Jahren beobachtet Marco Weber die Drogenszene in Hannover. Ja, es ist definitiv so, dass halt eben der Bereich, was Haschisch und Marihuana angeht, dass da der Konsum sehr gestiegen ist. Und das Alter ist definitiv runtergegangen. Viele unterschätzen die Wirkung von scheinbar harmlosen Drogen. Wie viel Stoff während der Techno-Party auf den Markt kommt, lässt sich nur ahnen. Ich hab noch ein bisschen Geld. Dieser junge Mann war so dumm, den Polizisten etwas anzubieten. Magst du, ob wir was kaufen wollen, wenn du nichts hast? Ich hab auch nichts mit, das war nur ein Scherz, Mann. Jetzt redet er sich raus. Pech für die Beamten, die Taschen sind leer. Sie vermuten, dass er den Stoff woanders gebunkert hat. Ich hab nichts mehr. Ehrlich, nichts mehr. Ehrlich. Vertraut mir. Nach 13 Stunden, Dutzenden von Anzeigen und etlichen Kilometern Fußmarsch, Feierabend für Marco Weber. Er kann sich erstmal aufs Ohr hauen, doch die Polizei, sie schläft nie. Moje. Verkehrskontrolle im Morgengrauen. Allgemeine Alkohol- und Drogenkontrolle. Führerschein und Fahrzeugschein hätte ich mir gern von Ihnen. Drogenfahrender Jörg Hassler wartet auf die, die jetzt von der Party nach Hause fahren. Wer zugedröhnt am Steuer sitzt, hat schlechte Karten. Vor 3 oder 4 Tagen habe er zum letzten Mal gekifft, sagt dieser Fahrer. Doch das kauft ihm Jörg Hassler nicht ab. Also ich zähle nur 4 auf Anhieb. Kann das sein? Ja, schön. Ah ja. Was ist denn da drin? Gras oder Harz? Da ist nur Gras und Tabak drin. Ich denke, wir wissen beide, dass es nicht vor 3 oder 4 Tagen war. Ja, es war, genau gesagt, war es gestern so um 6. Gestern Abend so um 6? Ja. Mehr Drogen habe er aber nicht dabei, beteuert der junge Mann. Doch er hat nicht mit Bobby, dem Drogenhund, gerechnet. Bellen heißt, ich habe was gefunden. Komm her. Ah, das ist ja auch schön. Habe ich mir fast schon wieder, hat der Hund gefunden, im Handschuhfach. Ecstasy. Noch bevor ich da war. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Ich kann Ihnen ja eigentlich gar nichts glauben. Ein Arzt ist vor Ort. Der junge Mann hat jetzt jede Menge Ärger am Hals. Sein Führerschein ist erstmal sichergestellt.
Was genau in den Pillen drin ist, wissen die Jugendlichen beim Kauf nicht. Das Zeug kann brandgefährlich sein. Es kam da auch zu Todesfällen, also Kreislaufkollaps, komatöse Zustände. Das waren dann die Folgen gewesen. Augen zu. Oh, das kann ich nicht so. Das kann ich gar nicht. Mit der Körperbeherrschung will es nicht so recht klappen. Den Ernst der Lage hat der junge Mann noch nicht erkannt. Wissen Sie, was das jetzt für Sie bedeutet? Jetzt? Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe ihm die Arschkarte gezwungen. Kann man nichts machen. Mit den Folgen muss er leben. Wird eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen Sie gefertigt. Weiterhin wird eine Strafanzeige gefertigt wegen Trunkenheit im Verkehr. Über was? Wegen Trunkenheit im Verkehr. Sie haben zwar nichts getrunken, aber Sie haben berauschende Mittel konsumiert. Das ist auch schon lange her. Ich fühle mich eigentlich auch fit. Ja, Sie mögen sich subjektiv fit fühlen, aber Sie machen auf mich einen gegensätzlichen Eindruck. Moment, kann ich ihn nicht weg. Ein Auto aus Holland. Die Beamten sind misstrauisch. Und die Fahrer passen auch genau ins Bild. Doch Bobbys feine Nase erschnüffelt diesmal nur Mittagessen. Es gehört Musikern aus Amsterdam. Flippig, aber sauber. Manchmal trügt eben der Schein. Sie haben auch ohne Drogen Spaß. We are doing no crimes. No crimes. Fun without dope, man. Anders in diesem Fall. Es sind noch andere Sachen im Auto außer dem Dach. Ehrlich? Da ist noch was im Auto, ja. Also dann holen Sie es gleich raus. Sagen Sie, wo Sie hingehen? Und zeigen Sie uns, was ich raushole. Unter dem Lenkrad links ist so Sicherung. Er weiß, dass der Hund sowieso fündig wird. Uiuiuiui. Ecstasy. Eine Feinwaage, ein gerollter Schein, aus dem noch weißes Pulver bröselt und größere Mengen Marihuana. Jörg Kassler zählt eins und eins zusammen. Also da liegt der Verdacht nahe, wenn ich mal das ganze Equipment hier anschaue, dass Sie damit ich mal ein bisschen was nebenher verdienen wollen, sprich Handel treiben. Vermutlich ein Dealer also. Und sein Speicheltest ist auch noch positiv. Was zeigt der an? Kokain, Ecstasy und Amphetamin, also drei Drogengruppen. Das ist eine ganz gute Mischung, denn eigentlich, kann man sagen. Ne? Der dickste Fisch an diesem Tag. Warum ist er den Fahndern aufgefallen? Er war allein im Fahrzeug. Er hat etwa unserer Zielgruppe entsprochen. Dann habe ich einfach aus Intuition habe ich ihn jetzt angehalten. 13 Uhr, Schichtende. Ein erfolgreicher Einsatz für die Fahnder. Fast 3000 Autos wurden kontrolliert. Jeder fünfte Fahrer stand unter Drogen.